Dresden wurde es am Vormittag richtig laut und voll. Dutzende Lkw verstopften weite Teile der Innenstadt und sie taten das demonstrativ. Denn die Lkw-Fahrer wollten auf ihre Situation aufmerksam machen. Sie fordern vor allem faire Löhne. Seit Jahren sei der Konkurrenzdruck zwischen unzähligen Frachtanbietern ins Bodenlose gewachsen. Das bekämen als erstes die Kraftfahrer zu spüren. Unterdessen über den Mangel an